Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, in der Folge von gestern, ich muss ja mal so reden, war heute aufgenommen, gestern. In der Folge von gestern habt ihr gesehen, dass wir so mitten im CK waren und wir haben, oh, mein Speicher ist schon wieder voll, ich habe Termine ohne Ende, haben wir gesehen, dass wir, ja, wir waren in Führung und haben auch gewonnen, glücklicherweise, aber naja, ich hatte es ja angedroht, mein letzter Kampf war ein Murks. War ein Murks ohne Ende. Aber egal, ich habe es auf die 1 probiert und ich habe dann auch danach gesagt, ja Leute, auf RH11, da bin ich echt super nervös. Da bin ich noch viel zu frickelig, weil ich greife ja so gut wie keine Elfer an. Und aber ich denke mal, wir hohen Zehner müssen das irgendwie reißen, dass wir hier auch die RH11, vielleicht ein Stern, wenn nicht sogar zwei Sterne, aber hier war das Locken schon scheiße, weil ich wusste, das waren gar nicht alle Truppen. Und ich hatte jetzt nicht noch ein Schwein, um den Rest da zu locken, also musste ich erstmal so laufen lassen. Und ja, dann haben meine Mauerbrecher super die Mauer aufgemacht, nur die Queen rennt nicht rein. Also nochmal auf einem anderen Stück probiert. Da bin ich dann endlich in die Base reingekommen. Bis dahin hat es auch noch ganz gut funktioniert, aber ich schmeiße die Wutzauber auch so wirklich spät. Und es hat mir extra der Max noch in den Chat geschrieben, schmeiß die Wutzauber rechtzeitig. Und hier war schon wieder viel zu spät. Also jetzt kriege ich nämlich Beschuss von einer 45er Queen und einem X-Bogen. Ja, das kannst du nicht überleben. Ist einfach so. Und dann habe ich ein bisschen die Krise gekriegt und habe gedacht, ja, es sollte ja eigentlich der Bowler dran glauben. Also nicht der Bowler, Entschuldigung, nicht der Bowler. Ich sehe auch schon blau hier. Es sollte der Adler ja eigentlich dran glauben und mit einem guten Queenwalk, der war ja ähnlich wie der von Max, hätte ich das hier sicherlich bis zur Adler-Dev sogar geschafft und wäre dann mit meinem restlichen Truppen reingekommen. Aber so habe ich irgendwie, ich weiß nicht, mich hat es irgendwie gepackt und habe gedacht, oh komm, das rettest du jetzt irgendwie. Irgendwie rettest du das auf einen Stern, weil ich eh wusste, die Balkönen gehen auf und rum, außen rum. Ich habe nichts mehr großartig. Ja, hier habe ich jetzt noch den Babydrachen gehabt. Ja, den sieht man jetzt hier noch, das ist noch meiner, der da so mitten zwischen den beiden anderen ist und jetzt leider auch gestorben ist und hab gedacht, ja komm, die 50% rettest du hier über die Zeit irgendwie, und die Walküre schafft sogar noch das Lager, das waren meine 49%, schafft es aber nicht mehr die Bauhütte, oh Gottes Willen, so eine Kacke. Naja, es gibt ja immer noch ein bisschen Trostbonus und so ist das nicht so super ganz verloren, sondern ja, hast halt keinen Stern mehr geholt, aber wir haben trotzdem gewonnen. Auch wenn der Gegner gut war, kann man nicht anders sagen. Also fand ich zumindest, ich fand den Gegner sehr, sehr gut. Und ich weiß gar nicht, haben wir den gestern schon gesehen von Joker? Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Das war der allererste Angriff überhaupt in diesem Clankrieg hier von Joker. Mal mit für ihn eine unbekannte Kombi, würde ich mal so sagen, denn er hat noch nicht so oft mit der Hexen-Bowler-Kombi angegriffen hier. Tesla hier natürlich außen, das bringt, also das hätte mich schon wieder frickelig gemacht. Aber da musst du halt ruhig bleiben. Gut, als Elfer hast du immer noch den Vorteil. Du hast im Nacken Warden, also erstmal in dem Umkreis des Wardens, haben ja alle Truppen schon mal generell etwas mehr Healpoints. Und wenn er dann seine Fähigkeit wie jetzt hier zündet, dann sind die ja für einen kurzen Zeitpunkt immun gegen Schaden, egal gegen welchen Schaden. Und glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das auch für die Infernos gilt, weil Heil geht nicht gegen Infernos und nichts anderes ist ja auch seiner. Und deswegen weiß ich das gar nicht so genau. Hab ja noch keinen Warden. Muss ich mir mal angucken, die Fähigkeit, ob die wirklich gegen alles dann immun macht, also auch gegen Angriffe vom Inferno-Turm oder ob das nur gegen normale Waffen hier zählt, also Bogenschützentürme, Kanonen, Magertürme etc. Aber so waren das hier eigentlich schöne 3 Sterne auf die RH10 Base hier und so hat unser CK hier eigentlich gut mit dem 3 Sterne angefangen, aber wie gesagt, der Gegner war auch nicht schlecht, hat gute Angriffe bei uns gemacht und
Wir waren auch eine kleine Zeit lang mal so ein bisschen im Bedrängnis, wo wir auch ein bisschen ranhalten mussten, weil die oben tatsächlich bei uns ganz souverän bei unseren Elfern immer souverän 2 Sterne geholt haben. Ja, manchmal auch mit ein bisschen wenig Prozent, sagen wir dahingestellt. Aber sie haben halt immer schön bei uns die Bases hier oben, das sieht man, ne? 2, 4, 6, 8, 10 Sterne auf RH11, das ist natürlich klasse. Und dann gibt es natürlich auch sowas hier. 4 macht die 6 mir eben mal mit 3 Sternen. Oder, ja, tolle Anti-3-Sterne-Base, dankeschön. Der zweite macht mich hier auch mit Max Helden, Max Truppen. Ja, kann ich mit leben. Ist halt so, wenn er so hoch in solchen CKs angesiedelt bist. Aber das haben wir hier oben auch gemacht. Wenn auch wir hier ein bisschen weniger Sterne hatten. Das lag einfach daran, dass der Gegner, er hat hier ein, das war das einzige, ne? Ja, das ein RH8 offen gelassen. Also, wenn auch knapp, ihr seht das hier 98%, das ist schon echt krank. Und hat halt versäumt, da den einen Stern vielleicht noch zu machen und hier oben vielleicht noch einen mehr zu dreiern. Das haben wir ein bisschen besser gemacht. Der Max hier, ich glaube, den hatte ich schon gezeigt. Ich bin mir gar nicht, ich glaube, ich hatte den 7er gezeigt. Den Overkill von Max gucken wir uns gleich aber auch an. Ich glaube, er hat Overkill geschrieben. Und gucken uns aber den Angriff mal von Hocke hier an. Diesmal nur 5 Sterne gemacht, der Hocke, ja. Es lässt nach. Nein, das stimmt nicht. Ja, mein Gott, hast halt mal nur 5 Sterne gemacht, ist so. Ich meine, mir gegenüber mit meinen 2 Sternen. Wer ist das da geschmeichelt, meine 2 Sterne? Da mache ich dann auch lieber 5 Sterne. Und aber bis es soweit ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und deswegen heißt die Folge ja auch, wir müssen üben. Ja. Ich muss vor allen Dingen üben mit meinem RH10, aber wie das manchmal so ist, dann sparst du auf was. Willst deine Upgrades durchmachen und baust dann nicht unbedingt hier die fetten, teuren Truppen. Ich meine, wie teuer die mir sind, ist mir egal. Vor allen Dingen, wenn es im Moment ums Dunkle geht. Da habe ich sie im Moment satt. Also ich kann eigentlich komplett dunkel ausbauen, um hier zu farmen, will aber dann auch gar nicht so viele Pokale gewinnen, weil ich so ein bisschen in der Range hier bleiben muss. Da muss ich mal wieder droppen. Und ja, das ist dann immer ein bisschen, ja, ich will nicht sagen leidig, aber da muss man den Zwiespalt irgendwie finden und muss sich dann sagen, gut, dann farme ich jetzt halt mal mit dunklen Truppen, die dauern unter Umständen ein bisschen länger. Und hab jetzt aber gleich mal für einen Farmangriff, den werden wir mal am Ende machen hier. Habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gemacht mit euch einen Farmangriff in einer Folge, die ich aufnehme. Aber nach wie vor, ich habe es auch in meiner Folge von gestern ja gesagt, der Grundgedanke bleibt hier halt, dass wir schöne CK-Kämpfe hier sehen, wenn es auch von unserem Clan ist. Aber ich bin ja mit dem Barfuß und ich bin mit dem Avatar in anderen Clans zurzeit beheimatet. Bei Barfuß ist das ganz klar, wir bespielen keinen TA8 mehr, der kann immer abseits bleiben erstmal. Und beim Avatar, da hatte ich bis eben keine Queen, die habe ich jetzt eben gegammt und habe auch meinen CK-Angriff mit 98% gemacht, tolle Wurst. Naja, kann nur besser werden, ich meine, war eigentlich eine blöde Base, aber ihr werdet das dann schon sehen. In den darauffolgenden Videos in der nächsten Woche, ich muss das alles erstmal aufnehmen, zusammenschneiden und gucken, wann ich das online bringe. Samstags kommen ja wie immer 2 Folgen raus oder halt was anderes, ja, mal gucken. Und ja, echt schöner 3 Sterne hier von Hocke von 5 auf 8. Super Sache. Und dann gucken wir uns auch noch den vermeidbaren Overkill hier an. Vom Max auf den RH10er hier. Den habe ich noch nicht gesehen. Er hat nur geschrieben Overkill. Und mal sehen, ob das wirklich so ist. Ich meine, das ist hier eine Maxed Out RH10 Base. Außer, dass die Mauern jetzt noch nicht super Max sind. Alle Mauern noch nicht super Max sind. Und auch die Helden sind noch mit 29 und 30 noch nicht Max Out, aber ja, das ist dann halt das Leid des 10ers hier. So ähnlich wie es ja vielen 9ern ergeht, wo du halt eine starke Def hast und hast aber dann so ein 10er Heldenpärchen dahinter. Das passt einfach nicht in den Rankings, also vom Kampfgewicht her, wie Supercell hier die Clankriege und die Gegner berechnet. Und deswegen
bleibst du da meistens auf der Strecke, genau wie der Gegner hier gegen Max auf der Strecke blieb. Alter, ist da noch viel in der Mitte. Boah. Guckt euch das mal an hier. King noch nicht gezündet, Queen noch nicht gezündet. Und er geht hier, marschiert hier immer noch weiter durch. Jetzt zündet er mal den King. Ja, jetzt hat er natürlich mal richtig Truppen in der Base hier. Aber ich meine, es ist keine Def mehr da, ne? Nur noch ein Kanönchen, ein Bogenschützenturm und der Bombenturm hier am Ende. Also, na doch, war Overkill. Keine Frage, guckt euch das mal an, was da Barbaren und Skelette in der Base sind. Ey, unwahrscheinlich. Boah, was für ein Hammer. Naja. Schönes Ding hier, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen üben. Wir haben jetzt echt einen schönen Windstrike hier im Moment bei uns. Kann man nicht anders sagen. Und das ist jetzt, war jetzt der zweite CK nach unserem Level 13. Kampf haben hier nach wie vor Defizite, was unsere Leutezahl angeht. 41 von 50 nur noch, also nach wie vor ein bisschen aussortiert. Und Platz für euch, RH9, RH10. Ich sag's nochmal, kommt zu uns, werdet ein Warrior, clasht mit uns ein bisschen. Ob das nun auf Dauer ist, ob ihr uns als Stammclan akzeptiert oder ob das vielleicht mal ein, zwei CKs sind, um hier ein bisschen reinzuschnüffeln. Mit passender Base, ich sag's nochmal, RH9 oder ab RH9. Ich sehe es ab und zu in meinen Kommentaren, dass welche schreiben, ja, ich bin ja Max R8 und gehe jetzt gerade auf RH9. No go. Sowas leider nicht, sondern wir wollen schon einen Neuner haben hier, der entsprechend ein bisschen was an Helden hat, ein bisschen was an Def hat. Muss nicht Max sein, bloß nicht. Ja, ihr kriegt das oft genug in meinen Videos mit, das passt dann überhaupt nicht. Und nichtsdestotrotz, naja, man, machen wir hier mal einen Angriff. Ich habe mir überlegt, ich nehme mal meine Hawks mit. Na, die sind ja ganz frisch auf Level 6 gegangen und ich habe weiter angestoßen, wie ich es auch schon angedroht hatte. Boah. Ja, das ist ja einer eigentlich für uns, ne? Würde ich mal so sagen. Schön viele Ressourcen, ist auch was für meine Hawks und meine Bowler, okay. Da kann ich jetzt nichts für, dass der hier seine X-Bogen schon verschossen hat. Den nehmen wir mal mit. Aber wo ich eigentlich stehen geblieben bin, wo bin ich stehen geblieben? RH9, kommt zu uns und so weiter. Ich greife mal an. Und zwar mit, Heiler und A Reason. Mal auch eine unbekannte Kombi für mich, muss ich mal so sagen. Ja, mache ich ja echt mal selten. Und, aber habe hier jetzt auch echt nur mal die minimale Truppen an Magiern dabei. Nämlich ein einzigen war das. So, dann schmeißen wir mal den King raus und die Queen raus. Mal gucken, wie weit unser Killsquad hier kommt. Mal sehen, ob ich meinen Freespell überhaupt brauche. Weil hier gehen jetzt ein paar Bowler schon mit in die Mitte mit den Riesen hier. Ja, komm, die packe ich jetzt mal in Wut. Und dann hauen wir, würde ich mal sagen, hier so ein bisschen Surgical unsere Hawks in die Base. Das machen wir einfach mal. Ganz wahllos. Heilen die hier mal durch. Und was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Oh, ich habe noch ein paar Bowler in der Clanburg. Komm, die hauen wir hier mal raus. Das ist egal. Oh, da setzt uns zwar der gegnerische King so ein bisschen zu, aber hier hauen wir nochmal einen Heal rein. Und ich denke mal, dann werden das hier schöne 3 Sterne bei uns. Werden mal gucken. Oh, der King ist immer noch da. Wie weit läuft denn der durch die Base durch, ey? Das ist ja nicht normal. Dann muss ich den gleich. Ja, aber guck mal, wie viele Hawks da über sind. Donnerwetter, die halten ja richtig mal was weg hier. So, pass auf. Zack. Den hier eben gefriest. Dann kann seine alte blöde Bombe ruhig hochgehen. Und jetzt habe ich aber noch reichlich. Ja, das war ein Overkill auch. Ja, schönes Ding hier. Die Hawks gefallen mir gut. Guckt euch das mal an, wie viel ich da noch über habe. Gut, das war jetzt natürlich keine RH10 Base. Kein Inferno, X-Bogen auf 0, aber mein Gott, beim Farmen, ne? Und im Moment habe ich es da, seht ihr selber, 71.000. Schon wieder beim Dunklen und den Eilzauber gerade so angestoßen. Das heißt, das Dunkel läuft hier noch 9 Tage. Ja, in 9 Tagen hast du 200.000, ja, bald echt super locker voll. Und auch was die Updates angeht hier, gibt ja auch ein kleines Dorf-Update. Ich habe ja im Moment alle Bauarbeiter beschäftigt. In 3 Stunden ist mein Bomb-Tower endlich fertig. Und mal sehen, was ich dann mache. Vielen Dank dem Mastengo. Das passt mir jetzt gar nicht ins Bild hier. Aber in 5 Tagen ist mein Mortar fertig. Dazwischen Kanone, X-Bogen. Also geht richtig, richtig stark voran hier. Und damit sich auch ein bisschen lohnt. Ich meine, bis 3 Stunden. Bomb-Tower Gold will ich jetzt nicht mehr verschwenden, obwohl ich hier ein bisschen natürlich drin habe. Oh, ich habe ja richtig fett was drin. Ja, da können wir was machen. Kommt Leute, da machen wir was. Und zwar, das passt mir ganz gut in die Folge hier.
Hier machen wir den, die Mauer und wir machen hier oben eine Mauer auf Gold. Das müsste eigentlich passen. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit bis zum Bombtower. Ich habe jetzt 3 Mille. In meiner Clanburg sind 2 7 drin, also auch fast 3. Ja, und ich wollte eigentlich die Kanone hier anstoßen. Das müsste ich bis dahin packen. Super Sache hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schöne Freitags-Mittags-Wochenendfolge für euch. Und ich hatte ja schon in dem Video von gestern angedroht. Lasst euch überraschen. Es wird etwas kommen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.